Hallo, ich bin Anton und das hier ist mein Traumhaus. Es soll ein Wüstenhaus darstellen. Und da hier keine Wüste ist, habe ich einfach Sand hier hingestellt und darauf Kakteen gepflanzt. Und jetzt zu den Inneren mein Haus. Dort sind Knöpfe und die machen ein Zwei-Türen-Auf-Zu-System. Tja, und wenn es jetzt Nacht wäre, dann würden diese Beleuchtungen bis zum Boden durchleuchten. Deswegen habe ich hier überall Glas hingemacht. Halt, um Fackeln zu sparen. Dass die Hühner, die sollen hier nicht sein. Hier ist eine Truhe und eine Crafting Table. Hier ist mein Ofenraum. Hier ist mein Raum für Zauberei. Und hier mein Pflanzenraum. Aber ich habe noch nichts darin gepflanzt. Okay, und jetzt zeige ich euch noch den Brunnen und das Straßensystem. Den Brunnen habe ich gebaut und das Straßensystem, da habe ich mitgebaut. Naja, das Straßensystem, da ist einfach an jeden überall angebunden. Und hier ist der Brunnen. Der Brunnen soll das Stadtzentrum sein. So, Hallöchen, ich bin Rock and Ronnie und habe mein kleines Traumtavernchen hier gebaut. Zeig's mal von außen. So. Das ist die Taverne zum singenden Pferd. Und ja, so sieht es von innen aus. Ich habe mir Mühe gegeben mit den Details, also dass es einen Kleiderhaken darstellen, Spinnnetze, ein paar Blumentöpfe. Ja, das ist mein Wirt. Sehr freundlich. Ja, da ein kleines Rezeptbuch. Und hinten die ganzen Getränke, die er dann ausgeben kann. Und hier draußen haben wir das Lager. Das soll ein Fässer sein, mit den Hebeln angedeutet sollen das Zapfhähne sein. So, hier oben geht es dann in den zweiten Stock, wo dann einfach nur noch ein paar Tische sind und ein Blumenkübel. Und da draußen ist dann noch der Balkon. Hallo, ich bin der Mr. Kaputt und ich zeige euch jetzt mein Traumhaus. Also, das soll einen Eingangsraum darstellen. Und ja, hier geht's per Wasserfall zu einer Galerie und ja, keine Ahnung, was das Hühnchen hier macht. Hier kommt der Abstellraum und hier meine kleine Bücherei, da ich auch gerne lese und mir Bildung wichtig ist. Die Obergeschosse ist ein kleiner Gemeinschaftsraum. Hier ist ein Aussichtsraum, wo man die anderen Häuser der Minecraft-Stadt sehen kann. Hier übe ich mein Handwerk aus. Ich bin gelernter Schmied, also der Amboss. Und ja, jetzt geht's runter zum Entspannen. Wieder per Wasserfall und per Leiter runter in den Swimmingpool. Und ja, das war's mit meiner kleinen Führung. Das hier ist mein Traumhaus. Ja, also von außen, ich hab's aus Holz gebaut, weil ich einfach Holzhäuser möge. Ich habe hier noch so einen kleinen Garten, in dem aber noch nichts steht. Und von innen ist es leider auch noch nicht fertig.
Also ich habe hier eine Treppe, die führt in die zweite Etage. Habe einen kleinen Balkon, aus dem die ganzen Häuser zu sehen sind. Ja. Hallo, wir wollen euch heute mal unser Traumhaus zeigen. Wir haben das hier aus Holz gebaut, weil wir dachten, dass Holz ein schöner Naturstoff ist und weil man ihn damit auch sehr gut verwenden kann. Das Haus steht hier auf einer kleinen Anhöhe, damit man hier auch alles schön überschauen kann, also das ganze Dorf. Und jetzt wollen wir auch nochmal reingehen. Ja, hier steht gerade jemand drin. Wie man gerade gesehen hat, ist das Licht hier auch angegangen, weil wir es schön fanden, wenn das Licht angeht, wenn es dämmerig wird. Wir haben hier auch eine Bücherecke, weil ich gerne lese. Jo, ich bin der BFN9-Guy und ich begrüße euch recht herzlich zu einem Let's Show meiner Residenz. Wir fangen ja vorne an der Tür. Ja, traut das Heimglück allein. Und schon sind wir im Inneren des Hauses. Hier eine kleine Musikecke. Kisten, ein Amboss. Eine symbolische Küche, auch wenn sie eigentlich keinen Nutzen hat. Aber naja, einfach nur als Prinzip. Weitere Kisten, Ofen, Werkbank. Mein Bett. Zaubertisch. Eine kleine Sofaecke. Ja, das war's. Soweit hier oben. Im Keller ist, naja, ein Kistenlagerraum. Und hier hinten noch eine kleine Bücherecke mit Zaubertischen. Und ja. Ich gebe euch noch zum Abschied einen kleinen Rundumblick. Das soll es dazu gewesen sein.